Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Kanal Stardew Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr hier sehen könnt, eine Runde Euro Truck Simulator. Und ja, ich würde sagen, wir legen auch direkt los mit dem Fahren. Wir fahren heute stilles Wasser nach Trafenmünde. Ich mache hier mal alles parat. So. Heute hatte ich auch einen langen Tag vor mir. Deswegen bin ich ein bisschen müde, aber ich denke mal, so schlimm wird es nicht sein. Ich muss jetzt hier irgendwie drehen. Oh. Perfekt. Ich bin direkt jetzt mal gegen einen Anhänger gefahren. Das ist hier aber auch schwer, hier rauszufahren, ne? Jetzt sollte es klappen. Ja. Also, falls es hängt, es tut mir leid. Ich habe absolut keine Ahnung, woran es liegt. Ja. Einfach nur gesagt haben. Schon wieder vergessen, wie ich hier bin. So. Am Kreisverkehr zweite Ausfahrt nehmen. So. Fahren jetzt hier mal die letzte Ausfahrt aus hier. Nimm diese Ausfahrt. Zack. Warum müssen wir auch 5 Kilometer fahren, ey? So. Okay. Let's go. So, jetzt ist hier rot. Warum hängt denn die Kacke hier? Jetzt ist es grün geworden, perfekt. Oh, LKW-Fahren ist schon geil, muss man einfach mal sagen. Und wie ist euer Montag so gewesen? Ey. Leute, wartet mal kurz. Ein Moment. So. Jetzt müsste es rein theoretisch besser sein, weil ich habe eine App geschlossen, die sehr viel Dingens zieht. Und ja. So. Jetzt habe ich direkt schon meinen LKW hier beschädigt. Was ein Scheiß. Aber egal. Eine Enzöl. Ich habe ja noch nie diesen Namen Enzöl gehört. Oder gesehen. Gesehen habe ich es auch noch nie. Falls ihr irgendwas hört, ich esse hier gerade ein Eis. Weil ich habe ein bisschen Hunger. Und ich schmeiß mich jeden Tag danach, nach dem Dingens, noch hier dran Videos zu machen. Und da kann ich doch auch mal essen, oder? Wir sind heile angekommen. So. Okay, Eingabe, zack. So, auf nach Trafenmünde. Boah, ich wusste es. So, da steht der Anhänger. Immer noch, das sind realistische Anhänger. Also das heißt, diese Marken gibt es tatsächlich wirklich, beziehungsweise diese Firmen. Ja. Auch wenn man eventuell nicht jede Firma von hier im Video gesehen hat. Also diese Firma hier auf dem Anhänger stehen, kenne ich auch nicht. Aber muss man mal ein bisschen drauf achten. Los. Ja. So. Und dann fahren wir jetzt mal los Richtung Trafenmünde. Klingt ein bisschen wie Warnemünde, also in Rostock. Eventuell haben die keine Rechte gehabt dafür, das zu nennen, Warnemünde. Oder es gibt halt wirklich auch noch Trafenmünde. Ich weiß es aber nicht ganz. Zur Info,
In Rostock hat mein Papa gelebt. Und jetzt lebt er woanders. Ich sag natürlich nicht wo. Aber auf jeden Fall. Ja. Waren wir da letztens auch. Und ja. Oh nee, jetzt ist hier Gegenverkehr. Na. Ah. Ja, komm, fahr. Ja, nee, jetzt brauchst du auch nicht mehr fahren. Ich weiß nicht wieso, aber es fängt auf einmal an wieder zu laggen. Boah, 50 km/h tuckeln die hier lang. Na gut, hier sind auch nur 50, aber trotzdem. Demnächst links abbiegen. Jetzt ist es ja auch noch rot. Kann ich hier wenigstens mein Eis noch zu Ende essen? Natürlich, wenn ich sage, dann wird's grün, ne? Biege nach links ab. Okay. Jetzt ist sie wieder rot. Links halten und dann links abbiegen. Biege nach links ab. Genau, dann wird es grün, perfekt. So. So, jetzt bin ich auch fertig. Und jetzt kann ich auch wieder normal fahren. So, 197 Kilometer noch. Wir sind noch nicht mal ansatzweise angekommen. Aber weil ich hier auch die ganze Zeit so lahm fahren muss und an jeder Ampel halten muss und weil das hier auch nur rumhängt. So, ich habe auch ein bisschen Zeitdruck, weil ich gleich wieder weg muss. Aber ja. Beziehungsweise ich muss einmal weg, dann bin ich wieder zu Hause und dann muss ich wieder weg. Also voll behindert. Aber egal. Kann ich hier tricksen oder muss ich hier leider reinfahren? Ich muss hier leider reinfahren. Ich kann doch hier rechts rein, oder nicht? Fahren Sie bitte schneller. Komm schon. Hab's heute eilig. Ja komm, weg grün, war mal noch. Boah, Junge. Oh, hier ist irgendwie so eine Speditionsfirma, die ich sehe. Darf ich hier drauf fahren? Ich glaube nicht. Ich glaube, es ist tatsächlich nicht so gemacht. Aber man darf ja. Wenn man nicht reingelassen wird, darf man ja weiterfahren. Also, ich wurde nicht reingelassen und durfte das. Und jetzt geben wir hier mal ein bisschen Stoff, weil wir sonst zu spät kommen. Seit wann habe ich eigentlich 9,2 Mille? Ich habe ja in FIFA sogar mehr. Schaut euch die letzte Folge davon an. Die ist unten in der Videobeschreibung. Nee, die ist gar nicht verlinkt. Schade. Aber ihr seht es am Ende des Videos. Also schaut dieses Video bis zum Ende an oder spult halt. Und auf jeden Fall hier links. Jetzt bin ich hier schon in so einem Stadtteil. Kann ich jetzt mal hier bitte auf eine Autobahn fahren? Immer geradeaus. Ah ne, ich muss geradeaus. Und jetzt ist hier wieder rot. Für LKWs ist hier 60 und für Autos 80. Links abbiegen. Meine Güte. Ah, ich fahre jetzt hier rechts. Hier links meine ich. Kein Bock da unten, der Auto zu stehen. Links ab. Nee, Auto. Nein. Na klar fährst du in mir rein, ne? Du siehst ja auch gar nicht, dass ich von vorne komme. Egal. Ich habe jetzt keinen Bock, hier die ganze Zeit 100 Jahre rumzustehen und rumzuwarten. Nicht reinfahren.
Aufliegerschaden. Schön. Schön hast du es immer. Wir haben noch nicht mal ansatzweise diese 100 Kilometer geschafft und wir sind schon bei 10 Minuten bei dem Video hier. Also bei 13 Minuten tue ich die Videos ja mal kacken. Warum fahren die jetzt hier nur 50? Ich check es nicht. Hier kann man doch schneller fahren. Weg mit dir, Alter. Manchmal checke ich es nicht. Aber egal. Wir fahren jetzt einfach hier komplett schnell. Ich glaube, maximal darf man hier 90 fahren. Aber ich fahre einfach schneller, weil ich es kann. Und weil mir die Polizei eh nichts kann. Deswegen. Jetzt ist hier 100, oder? Nee, hier ist schon wieder nur 80. Hä? Hier ist doch eine Autobahn. Ah, jetzt ist hier die Autobahn. Jetzt kommt eine Autobahn. Hier, diese Schilder haben darauf hingewiesen. Also merkt euch das, wenn ihr in der Fahrschule seid. Das sind Schilder, die kennzeichnen, dass eine Autobahn kommt. Und ja. So. Jetzt noch 130 Kilometer, dann sind wir da. So, mal sehen, wie viel wir jetzt in 3 Minuten schaffen. Wir haben jetzt schon 11 Minuten 20. Mal sehen. Ich muss hier auf jeden Fall wieder runter. Bitte rechts halten. Wie ich sehe. Ja. Jetzt ist hier wieder das Autobahnschild. Das ist jetzt das Symbol, dass hier keine Autobahn mehr ist, dass sie hier endet. So, jetzt fahren die hier natürlich 60 runter und nicht 70. Das ist ein bisschen das Problem. Jetzt ist hier wieder das Schild, dass die Autobahn anfängt. So, lass mich mal nach links, danke. Und damit der hier auch reinfahren kann, muss ich jetzt hier auch nach links. Ich den sonst blockiere. So, jetzt hier wieder nach rechts. So. Lernt man alles in der Fahrschule. Ich habe noch keinen Führerschein, kann aber trotzdem einige Dinge schon selber wissen. Hier. So, hier muss man natürlich Schulterblick machen, wenn man hier links reinfährt und in den Spiegel gucken. Ich weiß gar nicht, muss man unbedingt in Dings gucken? Im Spiegel? Muss man unbedingt einen Schulterblick machen oder kann man auch einfach nur im Spiegel gucken? Ist ja eigentlich voll sinnlos. Weil du ja so oder so das siehst. Ich glaube, wir fahren einfach durch. Es ist ein kleines 20-minütiges Video. Aber macht nichts. Ich glaube, ich cut jetzt einfach hier nicht. Dann seht ihr auch mal, wie lange das wirklich dauert. So. Oh, Magdeburg. Ja, jetzt sind wir bei 13 Minuten. Ich glaube, das geht bis 15. Ja, ich glaube, bis 20 Minuten brauchen wir. Wir fahren jetzt auch mal durch. Ich weiß gar nicht, muss ich irgendeine Pause machen? Ja, in 5 Stunden muss ich eine Pause machen. Nee, lassen wir mal. Nur noch 60, ja, sind 64 Kilometer noch. Dann sind wir dort. Ha. Und jetzt habe ich mich verschluckt. Aber wir fahren jetzt mittlerweile 130, also relativ schnell eigentlich. So, jetzt müssen wir mal nach links. Weil ich sonst in den roten Auto reinfahre. Und jetzt sind wir sogar schneller als diese Autos auf der linken Spur. Oh. Das heißt, wir fahren jetzt einfach hier auf dem Standstreifen. Dann Ausfahrt rechts nehmen. So. So einfach geht es. Jetzt fährt er in mir rein. Nimm die Ausfahrt rechts. Und jetzt habe ich Scheiße gebaut. Perfekt. Aber macht nichts. Wir fahren jetzt hier einfach weiter. Als wäre nichts gewesen. So macht man das heutzutage. Ah, mein LKW wird Schrott ankommen. Aber egal, Hauptsache wir überstehen die Fahrt und werden auf jeden Fall ankommen. So. Jetzt habe ich keinen Bock wieder hinter den Autos zu sein, weil die immer 100 Jahre brauchen, um irgendwo hoch oder so zu fahren. Von daher fahren wir jetzt einfach so. Ich glaube, das wird doch nur ein 15-minütiges Video. Ja, wobei, jetzt sind wir gleich schon bei 15. Ja, wird doch nicht. So, ich weiß gar nicht, ob man hier reinblinken muss, wenn man hier nach links fährt. Ich glaube nicht. Ich weiß aber nicht ganz.
Jetzt muss der uns hier reinlassen, sonst müsste ich auf dem Standstreifen weiterfahren. Und man darf auf keinen Fall bremsen. Das heißt, wenn euch keiner reinlässt, fährt ihr auf dem Standstreifen weiter und biegt dann bei ihm, dann vor ihm rein. Da darf man das. Aber also ihr dürft auf keinen Fall dann auf diesem Beschleunigungsstreifen halten. Ausfahrt rechts nehmen. Ja, also einfach weiterfahren und dann hat sich der Lack. So. Die Ausfahrt rechts. Die fahren hier schon wieder so langsam. Nee. Ewig. Ach, ernsthaft jetzt? Oh. Das wird ja eine tolle Fahrt. Das Ding ist, dieses Auto macht aber auch gar keinen Platz, ne? Also so sterbenskrank ist er da jetzt auch nicht drin, dass er da jetzt nicht weiterfahren kann. Also jetzt mal ehrlich. Also ganz ehrlich gesagt, du gehst mir auf den Sack, du dahinter. Hinter mir. Wenn ich die nochmal sehe, dann du kriegen ihn auf den Mul. Du haben gehört? Ich hoffe. Man weiß es nicht. Oh, die Polizei ist auch schon hier. Das ist, glaube ich, kein Polo. Und ich fahre jetzt hier auch einfach links weiter. Weil es juckt mich ganz ehrlich nicht. Was will man hier eigentlich? So. Fahren Sie hier weiter und bleiben Sie nicht stehen. Ja? Und fahren Sie... Ja, der fahr ihn mir rein, natürlich. Immer geradeaus. Bin falsch gefahren. Toll. Wegen den. Jetzt komme ich hier aber auch nicht mehr rein. Egal. Ich schaffe das hier irgendwie reinzukommen. Passt auf. Ich fahre jetzt hier rechts rein. Hoffnung, dass ich dieses goldene Drecksteil nicht treffe. Aber natürlich treffe ich das. Und jetzt merke ich, dass ich hier absolut nirgendwo hinkomme. Route neu berechnen. Presse halten. Berechne Route. Mann, jetzt bin ich hier komplett falsch. Jetzt muss ich hier einmal eine Runde drehen. So, dann hier nicht in mir reinfahren. Was ist denn jetzt mit meinem LKW passiert? So, nochmal rein. Okay, lass uns eine neue Route finden. So, geradeaus. Berechnen. Kein Problem. Ich finde eine neue Route. Neue Route finden. So. Kein Problem. Und jetzt darf ich auch reinfahren. Route neu berechnen. Halt doch mal jetzt die Klappe, du blödes Navi. Boah, wie weit muss ich denn noch vorfahren? Ja, Sicherheitsüberprüfung. Anscheinend wird es doch jetzt ein 20-minütiges Video. Denn, ja, ihr wisst schon. Denn es hat jetzt ein bisschen gedauert, bis ich hier reinfahre. Aber egal, jetzt haben wir es... Die Button! Am Kreisverkehr erste Ausfahrt nehmen. Erste Ausfahrt. Okay, lass uns eine neue Route finden. So. Und jetzt sind wir hier gleich da an unserer Dingens. So. Absolut keine Ahnung, wo ich hin muss. Ja, ich muss ganz am Ende der Welt, Alter. Oh. Wirklich jetzt komplett am Ende der Welt. Bin ich genau da, wo ich auch in Rostock war. Perfekt. Leute. Ich hoffe, es hat euch das Video gefallen. Wenn ja, lasst ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord vorbei, der ist unten in der Videoshow verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen Traum auf den Tag. Haut rein, Alter, euer Sado. Ciao, ciao.